Und dann wollte ich noch ein Lager stehender Strom oder zum Lager stehender Strom gehen. Allerdings wird es bald Nacht. Kann ich einfach bei ihm schlafen? Nein. Na, wird das wohl eine Nachtattacke? Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, wie gut der Bogen dann ist. Ha, gespannt wie ein Bogen. Oh Gott. Naja, aber wirklich, ich bin gespannt, wie der Bogen dann funktioniert. Denn innerhalb von 10 Sekunden heißt, dass ich wahrscheinlich noch ein oder zwei Schüsse mehr abgeben kann. Und wenn er dann stirbt, dann kriege ich im Grunde genommen meine Ladung automatisch wieder zurück. Was schon ziemlich gut ist. Was haben wir hier? Was heißt? Tundra-Baumwolle, okay. Muss ich auch erstmal lesen und gucken, wie das, wo das getrennt wurde, wo die Worttrennung ist. Bei Tundra Baumwolle. Okay. Ich glaube, da drüben sind ein paar Krabbis. Können wir unseren Bogen mal dran ausprobieren? Jupp, das hat geklappt. Eine Seele wurde eingefangen. Sehr, sehr cool. Auch ein interessanter Effekt. Die ist einfach abgehauen. Oh! Oh, wow, ich habe verfehlt! Und das hat es trotzdem angezeigt. Nochmal eine Seele gefangen. Was Gnade. Ach Gott, der kann auch nicht mal richtig kämpfen. Das heißt, mal gucken, wie viel das jetzt verbraucht hat. Ich habe tatsächlich zwei Seelensteine bereits gefüllt bekommen. Ich denke, dass die Gegner hier jetzt nicht besonders große Seelensteine auffüllen. Lebt er noch? Nee, der muss tot sein. Ich glaube, hier waren auch nur zwei von denen. Da drüben wird auf jeden Fall gekämpft, so wie das aussieht. Hey, und schon ist mein Schleichen noch eine Stufe besser geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gut sind. Gute Leute. Treffen tue ich sie von hier aber trotzdem nicht. Ja, das sind definitiv böse Buben. Sie sind allerdings gerade auf die Jagd gegangen. Wenn das so die Idee so sein soll, haben wir jetzt vielleicht gerade eine Chance. Oh Gott, der wird so hundertprozentig drauf gehen. Na komm. Geht doch. Stirb. Okay. Ja, ich hab dich auch nicht aus Ver auch nicht mit Absicht getroffen. Ach komm schon. Wie kann er denn dreimal meinen Pfeilen ausweichen aus der Entfernung? Na komm her. Pfeilkampf! Kein Seelenstein ist groß genug. Ich hab doch so viele davon. Reicht's mir aber. Okay. Der halbe Stein hat das irgendwie vollkommen blockiert. Habe ich jemanden gelauncht, ha? So. So viele Sachen. Ich habe so das Gefühl, dass der Typ bereits tot ist. Das ist nicht mein Problem. Ich habe ihm nicht garantiert, dass wir sofort dahin gehen. Und habe auch nicht gesagt, dass das sicher ist. So, wo ist der Typ? Oder wo ist sie? Wo ist der Gegner? Sagen wir es so.
Okay, ich bin zwar direkt an dran, aber... Ich kann euch nicht besiegen. Seid verdammt. Kein Seelenstein groß genug. Okay. Der Typ hat ja viel Zeug bei sich. Aber nichts wirklich Sinnvolles für mich. So, der Rest ist irgendwo hier auf dem Feld gestorben. Ich will jetzt allerdings erstmal mein... Ups. Ich will das doch schon noch voll aufladen. Wenn wir das so leicht wieder aufgeladen bekommen. Also die Steine wieder aufgeladen bekommen. So, ja. Nur der Rest, das weiß ich jetzt nicht. So, es sieht so aus, als wäre mein Quest noch nicht erfüllt. Was ja auch in Ordnung ist. Wir haben ja auch noch nicht wirklich viel gemacht. Ach, natürlich. Den Topf wollte ich definitiv auch mitnehmen. Den Eimer meine ich natürlich. Habt ihr ihn wieder? Hey, er lebt noch. Cool. Ich denke mal, da unten in die Höhle sollen wir gehen, aber ich will mir jetzt erstmal gucken, ob hier oben noch was Interessantes ist. Holzfäller-Axt. Das ist ganz in Ordnung. Was ein Mann für ein paar Münzen nicht alles tut. So ist es. Hey, Kartoffeln und Salz. Oder meint er damit vielleicht sich selbst? Und wird uns verraten oder so. Ich traue dem Typen nicht. So wie ich irgendwie niemandem traue. Okay. Falle. Macht aber nichts. Genug, genug! Ich ergebe mich! Warum ergibst du dich vor allem? Yep. Gut gemacht, Lydia. Gut, die Falle entschärft. Ich meine, theoretisch hat sie sie sogar entschärft. Die ist nicht mehr scharf. Gott, dieser Schatten. Puh. Der macht es schwierig, sich das hier anzugucken. Ich will den Schlüssel nicht. Theoretisch könnte ich hier Erz abbauen. Praktisch will ich das aber gar nicht. Wow, ein Mammutstoßzahn. Noch einer. Und noch einer. Die sind super wertvoll. Die lassen sich einfach so liegen. Genau, ich will das Ding lieber selbst aufschließen, ohne überhaupt den Dietrich zu bewegen. Das ist tatsächlich sehr einfach. Falle irgendwo? Anscheinend nicht, aber hier einen Warnteil. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ach, Lydia, hab dich nicht so. Ich habe echt nicht getroffen. Wieder nicht. Na gut, dann können wir auch einfach aufstehen. Komm. Oh oh, das ist ein Anführer. Ich kann mich zu frei hauen, wenn ich nicht aufpasse. Komm schon. Ich sollte zuerst die Magierin tun. Steht allerdings auch direkt in der Mitte von allem. So. Komm schon. Wow. Ja, hat's echt drauf. Okay. Proventus Aveniki wird uns dann wieder unser Geld geben. So, was hat er denn hier schönes? Ein Stahlhornhelm. Nett, nett. Wow. Nette Sachen. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs. Band 1. Nehmen wir natürlich auch mit. Hier die Magierin. Doofe Magier immer. Okay. Mehr ist hier aber nicht.
Aus einer Schmiede. Schon wieder. Hey, wir hätten auch hier wahrscheinlich alles anzünden können. Schon wieder ein Mammut. Ich find's lustig, dass man nur den Rüssel nehmen kann, obwohl hier definitiv noch Stoßzähne sind. Okay, dahinter haben wir einen Zaubertrank. Da auch und da auch. So viel cooles Zeug. Lederstiefel nehme ich gerne auch. Oh Mann. Der Kuchen und der Diamant. Bestimmt eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, wir haben den gesamten Überblick jetzt über die kaiserliche Geschichte. Was ist in der Kommode? Bergmannskleidung. Logischerweise. Noch ein Zaubertrank. Wir können hier sogar noch ein bisschen schlafen. Wenn wir wollen. Ich glaube, einen von den Typen habe ich noch nicht ausgebeutet. Das sollten wir vielleicht noch machen. Ist hier oben noch mehr? Ach so. Oh mein Gott. So viele Mammutstoßzähne. Noch ein Schlüssel, den ich nicht haben will. Weil ich lieber die Erfahrung haben will für Schlösser knacken. Außerdem ist es so einfach. Ich weiß gar nicht, ob man dafür Erfahrung kriegt, wenn es sofort klappt. Ich will ja sagen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wo ist denn der andere jetzt hin? Ich sehe hier nur zwei Leichen. Oh, hier ist er. Er ist ein bisschen runtergerutscht. Gucken wir erstmal weiter in der Höhle nach. Oh, oh, aua. Da war die Falle. Oh. Ich habe ihn getötet. Ups. Ich habe ja gesagt, er wird sterben. Nur, dass ich es war, wusste ich natürlich nicht. Aua. Oh, ich sehe überall Fallen. Meine Güte. Okay. Hier ist auch eine Falle. Die sehe ich aber. Okay. Jetzt haben wir aber auch genug Fallen entdeckt, oder? Und gleich sterbe ich, wenn ich nicht aufpasse. Oh, Lydia ist am Brennen. Cool, wir wären beinahe alle draufgegangen. Das war wahrscheinlich einfach nur, damit sie nicht von hinten angegriffen werden können. So, hier waren wir ja schon dran. So, dann wollen wir mal für... Nicht für... 24, sondern für 10 Stunden. Naja, 9. Ne, 8. 8 Stunden. 8 Stunden, dann ist es kurz vor 6:30. Das muss reichen. So. Ja, das tut mir leid, tut, aber. Da. Das war mir irgendwie klar, dass er früher oder später stirbt. Da habe ich jetzt auch nicht wirklich drauf geachtet, weil es mir so ziemlich egal war. Genau, die Falle ist bereits ausgelöst, deswegen irrelevant. Ich hätte eigentlich da hinten mal bei Himmelsrand rausgehen können, aber das wäre ja auch nur irgendwo ein Eingang da drüben gewesen.